Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Notruf 112, die Feuerwehrsimulation im Multiplayer in der Early Access. Ja, wie auch immer. Wir haben die letzte Folge ja aufgehört, also zieht ihr euch auf jeden Fall rein. Pascal ist natürlich auch mit dabei. Hallo. Und wir schauen uns jetzt einen Großcontainerbrand an. Lass mich überlegen. Was mache ich jetzt? Ob ich im Gang stehe oder in der Halle, ändern sich bei mir die Schatten. Cool. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das LF fährt mit zum Großcontainerbrand. Erkenne ich einen Großcontainerbrand? Hatte ich den je schon mal in diesem Spiel? Ich weiß es nicht. Aber du siehst tatsächlich, umso mehr Einsätze man erledigt, umso mehr Einsatzstichworte werden auch freigeschaltet nach und nach. Selbst im Multiplayer. Ja. Ja, es gilt ja immer noch als einzelner Spielstand. Ich glaube, das baut darauf auf, dass es wie ein Singleplayer-Spielstand ist, nur es einfach dazu noch eine Connection irgendwie ist mit einer zweiten Person, die dabei ist irgendwie. Deswegen. Ich glaube, es baut einfach auf einen Singleplayer 1:1 auf. Deswegen. Während es bei Notruf 2 ja andersrum ist, dass da der Singleplayer ja auf Multiplayer aufbaut. Das heißt, die haben da ja erst einen Multiplayer entwickelt, also alle Features erst im Multiplayer entwickelt und danach in den Singleplayer transferiert. Weil das einfacher anscheinend sein soll, oder wie auch immer, meinten die ja, als es andersrum zu programmieren, wie sie es hier gemacht haben. Wobei sie hier auch ein vollendetes Produkt haben, wo sie dann Multiplayer reinprogrammiert haben. Während sie da Multiplayer-Features haben, wie sie dann den Singleplayer programmieren, wenn sie Multiplayer funktionieren. Jetzt bin ich verwirrt. So, Notruf 1, erst Singleplayer programmiert und später Multiplayer zuprogrammiert. Notruf 2, immer alle Features erst im Multiplayer und danach im Singleplayer programmiert. Oder dann aus dem Multiplayer in Singleplayer eingefügt. Also erst wenn sie im Multiplayer gelaufen sind, die Features, dann wurden sie in Singleplayer implementiert, die Features. Cool. Das ist genau das Gegenteil, wurde bei Notruf 2 gemacht. Bisschen wie bei Star Citizen, das hast du ja auch das Open World Game vor dem Story, Singleplayer Story. Squadron 42. Singleplayer Story? Ja. Star Citizen? Okay. Krass. Ist immer ein extra Spiel, also. Das ist der Containerbrand vom Zug. Zug-Container brennt. Uhu. Ja, das ist wirklich ein Großcontainerbrand. Ach, so eine schöne kleine Diesel-Rangierlokomotive oder so eine V90 oder so, die hier steht. Also das ist eine Diesel-Lokomotive, so eine alte. Kleine. Also sogar DLK kommt mit. Naja, wie willst du das doch sonst löschen? Stimmt, es wird über DLK gelöscht werden dann, ne? Willst also, du? Gehst du mit? Ja, ich würde mal in die DLK gehen. Beim letzten Mal warst du ja in der DLK. Wow. Jetzt ab bin ich hier in dem Typ drinne. Warte auf weitere Anweisungen. Gehe zu B-Schlauch. Welcher B-Schlauch? Der B-Schlauch auf der anderen Seite des Fahrzeugs. So. Gehe zu C-Schlauchende. Was ist das hier gemeint? Binde C-Schlauchende mit Host Connection Low No Low Card. Was ist das? Tobi. Ach hier! Das ist von der DLK. Ich kann das aber nicht verbinden mit. Das geht nicht. Ne, das lasse ich KI machen. Das will nicht. Noch wieder mal gerade. Nichts passiert. Cool. Gucken wir es von oben an. In der dritten Person von der Drehleiter. Was? Der hat den Schlauch dran gemacht. Gut. Geh zu Verteiler. Pascal, alle warten nur auf dich. Mal wieder. Jaha. So, C-Schlauch mit Verteiler verbunden. Jetzt kann ich kurz warten. Wieso bewege ich mich eigentlich so langsam?
Auf wen warten wir jetzt alle, Tobi? Die Drehleiter. Hm. Die braucht Und wer lange. ist in der Drehleiter drin, ne? Die braucht lange. Das sehe ich. Ich will da rein. 33, 34, 35, 36, 37, 38 Kannst absetzen, Grad. kannst absetzen. Ja, Du hast wieder den Triggerpunkt, den du rein musst. habe ich. Ich habe Oh. genaue Werte, wie ich die Drehleiter ausrichten muss. Ich kann sie nicht ausfahren. Irgendwie sei nichts mehr einmal geköpft. Nö, will er nicht ausfahren. Nice. Nice. Ich komme da nicht rein. Die ist zu weit oben. Aber Was der lässt die darf sie KI ja machen? ausfahren, ja? Schweine. Mehr oder weniger. Lass es die KI machen. Weiter nach unten setzen kannst du es nicht, weil du donkst hier auf der Stütze auf. Der Drehleiter gerade. Nee, es geht auch ums Ausfahren. Naja, aber nach unten setzen kannst du weiter nicht weiter. Das lass die KI machen. Jetzt ja auch gerade nicht zu 100% wir können bekommen, also daher. Ja, Lackritze, ne? Regelt. Wozu DLK aufbauen? So, auch gerade meine Idee, einfach hier Schlauch nehmen und dann einfach das ganze Wasser auch so in die Luft machen, dass ja wieder auf dem Zug landet oben drauf, weißt du? Nee. Ich kann nur wieder aus Versehen das Fenster von Notruf nehmen. Okay, ne, dann tut's das einfach nur so, okay. Aber da drauf gibt's auch Funkenflug, ne? Ja, ich sehe es, ich sehe es. Och Mann, oh, der Den Einsatz wäre Drehleiterkorb, Tobi. cool. Wenn der jetzt verbuggt ist, dann müssen wir den Spielstand neu starten. Ich kann jetzt einsteigen in den Drehleiterkorb, ne? Okay. Ich nehme das Hohlstrahlrohr in die Hand. So, kann ich. Ich kann auch den Kran nicht steuern. Ja, weil der Maschinist Aber ich dran habe sitzt. Wasser. Aber ich habe extrem wenig Druck nur. Jetzt. So, lösche Feuer ist meine Aufgabe jetzt. Aber der Kollege fährt mich nicht. Aber jetzt habe ich die Aufgabe, lösche Feuer. Ja, halten auch. Jetzt, ich werde hochgefahren, ich Ich werde weiß, hochgefahren, weil ich das Tobi. mache. Ah, das erklärt so einiges. Kannst du mich ausfahren? Jetzt? Oder ist mir noch verboten? Verboten. Gut, aber ich sehe drauf kein Feuer mehr, muss ich ehrlich sagen. Nee, drauf ist eigentlich alles super jetzt. Na, bei mir ist da noch so ein bisschen weißer Rauch. Und bei mir ist das eigentlich gar nicht. Na, es ist auch auf der rechten Seite, so ungefähr auf der Mitte, hintere Kante so. Mitte, rechte, hintere Kante, alles das gleiche. Ah, ein Stück weiter links noch. Also ich kurz die Hast du KI. schon gut erwischt? Ich lasse die KI. Macht die was? Nö. Die wartet drauf. Jetzt habe ich warte auf weitere Anweisungen. Jetzt habe ich keine Anweisung mehr. Da ist aber noch ein Stück. Hinten, Mitte, rechts. Hinten, Mitte, rechts. Hintere Kante Oben, auf der rechten unten. Seite, ein Stück weiter links. Auf der rechten Seite ein Stück weiter links. Ja, wie soll ich das beschreiben? Na, das kriegen wir hin. Komm. Legst du jetzt einfach meinen Strahl. Ist auch gut. Ja, komm. Ich hätte einfach meine Maus gerade, ne? Naja. Funkmeldestatus habe ich mal eingestellt, ne? Cool. Ach komm, geh mal raus, ich mach das. Moment.
Ach, okay, ist abgeschlossen. Ha. Yay! Yay! Hier zu Standrohr. Jetzt wird spannend nochmal, ob der da rauskommt wieder. Wo ist das Standrohr? Die Erdstelle ist so groß, Tobi, ich finde mich nicht mehr zu. Ach, da hinten ist das Standrohr. Gut, den holen wir. Gibt es irgendwelche spannenden Jobs gerade? Wahrscheinlich nicht. Wasserkorb. Es geht ums vielleicht. Aufräumen, Tobi. Zum Aufräumen. Ich habe die Aufgabe, wenn ich laufe, wird die ganze Zeit die Aufgabe an, Standrohr anbringen, ein Standrohr. Ich kann das Standrohr an Standrohr koppeln. Was ich gerade habe. Das ist bei jedem zweiten Schritt, den ich mache, wird die Aufgabe angezeigt. Yep. Halte ich auf den Bug. Jetzt macht die Drehleiter denn. Ja, siehst du das auch? Ja, cool. Ich sehe das auch. Das ist, anders, würde ich behaupten wollen. Ja. Ich glaube, das ist noch was mit dem Einsatz zusammenpacken hier. Ja. Meinst du? Ich renne gerade in einem Schlauch. Der Typ, der kommt doch nicht aus dem Drehleiterkorb raus, meine ich. Was? Steht doch gar keiner drin. Ist einer drin. Okay. Warte. Okay, nee, ist leer. Okay, und bist einer drin, der gerade ordentlich durchgeschüttelt wird. Bei mir hat das Schütteln tatsächlich aufgehört. Aber hier steht. Bei hier, mir. Warte mal. Du bist so stark wie hier. Doch nie. Also, Jetzt möchte ich noch die Einsatzkraft herausfinden, die hier gerade rumsteht bei der DLK. Aydre hat ja Stützen irgendwie noch rausgefahren, ne? Angriffstruppführer. Nennt sich Pascal. Ich habe die Aufgabe, fahre mit nach Feuerwache. Keine Ahnung. Das Standraum muss da drüben rein. Wie muss da drüben rein? Nein, alles gut. Ich mach schon. Es ist bei mir der Typ, der in der Drehleiter drin ist. Im Drehleiterkorb. Bei mir bist jetzt du im Drehleiterkorb drin. Junge, dieses Geräusch, wenn alle anfahren. Habt ihr im Drehleiterfall jetzt gerade mit offenen Stützen? Mit ausgefahrenen Stützen. Und dem wackelnden Drehleiterkorb und du sitzt oben im Drehleiterkorb drin. Oh, das ist zu toll. Oh Gott. Warte mal. Wait a minute. Sieht so lustig aus, wie der Typ, der jetzt nur hoch und runter wippt. Bei mir. Was machst du da? Ich kann nicht fahren. Ja, bist du jetzt ausgestiegen, jetzt nicht mal einsteigen oder was? Nö, aber ich konnte nicht mehr W drücken. So, hä? Ah, jetzt wird bei mir gefahren, aber. Ja, nee, ich weiß es nicht. Okay, wieder. Ah, okay. Was war denn das jetzt für ein Einsatz? Das war der Großcontainerbrand. Es war Container 3. Ja. So, und dann hat man gesagt, wir machen noch Burning Building oder wie das hieß. Burning Building, ja. Aua, der TLS ist mit drauf gefahren. Also bei mir ist der, hat der einen guten Meter Abstand. Bei mir ist er hinten drauf gefahren, die Räder drehen durch bei dem. Vorne wie hinten. TLF, weil unser LF recht vorne gehalten hat. Ah, die DLK. Mit dem Typen da oben drauf. Vom Drehleiter Korb, wenn die Drehleiter, die leckt bei mir so nach vorne, die ganze Zeit wie die meisten Fahrzeuge ja auch gerade. Nur das TLF, das fährt normal. Und der RTW. Aber mein LF sowie die Drehleiter, die lecken einfach so nach vorne. Das ist der Drehleiterkorb, der leckt immer so hinterher. Das sieht auch immer witzig aus. Der schießt so aus der vorne raus irgendwie, der Drehleiterkorb. Ich will es mir nicht angucken eigentlich. Nein, das will ich nicht. Das ist zu lustig. Das sind Amis mehr auf als anderer Ebene. Achtung, hier komme ich. Dö. Toll. Dö. Vielleicht hilft zurücksetzen, ja. Ich weiß nicht. Jetzt steht sie so laut und stelle.
Eigentlich müsste die sich teleportieren. Hat's aber nicht. Komm, teleportiert euch. Geht doch. Ja. 2 Minuten 17. Aufstand der Rauch am örtlichen Güterbahnhof gemeldet. Am Einsatz angetroffen, stand die Ladung des Frachtcontainers abgestellten Zuges bereits in Vollbrand. Die schnelle Durchführung eines Löschangriffs über den Korb der Drehleiter konnte das Feuer rechtzeitig unter Kontrolle gebracht werden. Das gesamte Gelände sowie die anliegenden Straßen mussten während des gesamten Einsatzes gesperrt werden. Die Polizei ermittelt wegen der Brandstiftung. Betonung liegt auf der schnelle Einsatz des Drehleiterkorbs. Diesen Drehleiterkorb. Oh Gott. Wer hat den Motor angelassen? Wir haben die Stützen noch ausgefahren. Da oben sitzt noch immer. Die Drehleiter, die sieht auch nicht gut aus. Die Drehleiter sieht echt bei mir auch nicht okay, gut aus. Okay, komm, machen wir den nächsten Einsatz. Bei mir schwebt gerade den Sitz der Rettungsdienst ja durch die Decke. Jetzt ist er wieder nach unten durchgesackt, jetzt fliegt er wieder nach oben durch die Decke. Jetzt wieder nach unten, jetzt fliegt er wieder nach oben durch die Decke. Okay, da der Einsatz gerade nicht da ist, machen wir erstmal noch mal die Ölspur. Geht nach unten, wieder nach oben. Ich hab gerade Windows-Sound gehört. Oh, der dritte Korb ist jetzt so ein bisschen zusammengefaltet bei mir. Aber er rastet doch mehr aus. Ich hab gar keinen Einsatz gehört. Kev. Was ist jetzt für ein Fahrzeug? Kev. Kev? Machen wir so Ölspur oder was? Ja, der Buildingbrand ist irgendwie gerade nicht angezeigt. Ah, cool. Und ich will jetzt halt ungern das Ding neu starten. Dann müssen wir noch beide Sätze nachholen. Ich dreh, Alter. Wie kann sowas passieren? Wenn wir uns entfernen, wird es vielleicht zurückgesetzt. Ah, eine noch größere Ölspur. Ausgerutscht auf der Ölspur. Ja. So, komm, lass mich raus. La, 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 la. Mit so viel Öl, dass das Kev sogar kommen muss. Ja, nicht nur das LF. Das LF kann ja bei jeder Ölspur kommen, aber das Kev. Das ist so eine krasse Ölspur. Hä? Kann das Bindemittel nicht benutzen. Cool. Ja, aber Bindemittel ablegen. Ins Öl. Und einfach linke Maus, was in sich hilft, nicht. Hm. Ja, okay. Ich switch mal kurz die Rolle. Der Typ. Aber kannst du es machen? Oder macht die KI das? Die KI holt sich Bindemittel. Hast du vielleicht das falsche Bindemittel genommen? Es gibt anscheinend zwei. Lol. Zwei Säcke. Versuch nochmal reinzugehen. Achso, okay, der Job ist schon erledigt. Hast du Aufgabe? Ja, nee, bei mir fällt aus dem Sack die ganze Zeit Bindemittel raus. Ich habe aber keine Aufgabe und das Ding ist immer noch orange markiert und kein Bindemittel drauf. Ah, jetzt so. Ich kann das Bindemittel aber nicht ablegen jetzt so. Besser? Soll es fast irgendwie umplatzieren? Aber ich kann das Bindemittel nicht ablegen. Hä? Was ist mit dir passiert? Es läuft aus das Bindemittel, aber ich kann es nicht ablegen. Okay, ich räume das Bindemittel vielleicht mal weg. Vielleicht hilft das. Und wie schaut's aus? Der kehrt gerade auf. Ja, es gibt wirklich zwei Tüten Bindemittel. Das wurde anscheinend die hintere genommen. Ich habe jetzt schon wieder das Bindemittel in der Hand, wo es rausfällt. Ich soll es auch im Besen nehmen. Okay, ich glaube, ich darf bei dem Einsatz nicht dabei sein. Scheint so. Sonst geht alles einfach nur kaputt. Okay, dann chill ich hier in meiner Einsatzleiterbasis. Ich bin falsch in die Tür gestiegen. Glückwunsch. Die KI will nicht mehr einsteigen. Oh
ich kann nicht einsteigen, weil ich das Bindemittel in der Hand habe. Sondern sie haben alle Einsatzutensilien ausgeräumt. Was? Aber ich soll das Fahrzeug besteigen. Ich glaube, wir haben gerade einen Desync des Todes. Mag sein, ja. Na, eingestiegen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, den Einsatz aus Folge 10, den wir hier noch mit aufgenommen haben, in Folge 9 mit reinzuschneiden, weil der Rest aus Folge 10 halt ein bisschen blöd geworden ist. Es ist halt viel Rumgelegge. Ich meine, ihr seht es ja hier schon, hat sich dann alles irgendwie mit der Zeit alles aufgehangen. Pascal ist so gut wie ganz rausgeflogen, einfach weil nichts mehr funktioniert hat. Extremer Desync. Also bei mir klappt gar nichts genau, mehr richtig. Deshalb haben wir halt sozusagen noch den Einsatz aufgenommen mit dem Großcontainer-Dingsbums. Und ja, das mit dem Haus, das hat dann nicht mehr geklappt, weil ihr seht schon, das ist nicht mehr in der Liste drin. Inzwischen sind es noch 4 Einsätze, die in der Liste drin sind, auch gut. Also ja, das funktioniert halt manchmal nicht ganz so. Und ey, es ist Early Access, wir haben jetzt noch einige Folgen aufgenommen, war viel Spaß, aber an der Stelle würden wir das Projekt dann auch beenden. Genau. Das wollten wir nochmal ganz kurz mitgeben. Tschüss. Tschüss.